Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem Video und zwar ist das Päckchen von der lieben Tiffy angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ihr Spitzname ist, weil auf dem Päckchen stand Stefanie. Stefanie, ja. Und deswegen und in dem Brief steht Tiffy. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, das ist ja auch egal. Und zwar geht es darum, dass sie mir Sachen aus dem Action besorgt hat. Und zwar Klebeband, weil das bei uns nicht gab. Und wir beide sind scharf auf diese Blöcke vom Action. Und da hat sie mir auch zwei mitgeschickt und ein paar andere Sachen, die möchte ich euch gern zeigen. Und wir haben dann so quasi einen kleinen Tausch gemacht. Sie kriegt, ich stelle ihr was zusammen und sie hat mir halt das geschickt. Und den Brief habe ich eben schon gelesen. Und den Spaß daran, das zu verbasteln, das werde ich haben. Und hier in dem Umschlag waren dann noch so Herzchensticker drin. Die lasse ich da jetzt auch drin. Und zwar ging es hauptsächlich um das Klebeband, weil ich im Action keins bekommen habe, beziehungsweise ich diese hier mitgenommen habe. Und das sind diese 3D-Pads. Und es ist mir viel zu dick für Alben zu machen. Und davon habe ich jetzt, weiß ich wie viele. Werde ich natürlich vertauschen. Ein, zwei Rollen werde ich aufheben. Und sie hat mir dann 4 Packungen mitgeschickt. Und da ist 12 Meter mal 10 Meter mal 12 Meter drauf. Und ich glaube, das Teil kostet 69 Cent. Also ich fahre nächsten Monat wieder in den Action wahrscheinlich. Und da hoffe ich mal, dass sie haben und dass sie auch Papier haben. Also hat sie mir 4-mal dieses Klebeband mitgenommen. Das wird kein allzu langes Video. Da ist nur ein Sticker. Dann hat sie mir hier so 2 Förmchen eingepackt. Sie macht genauso Kiesharz wie ich auch, aber wir beide haben da so momentan echt eine Flaute im Moment, wenn man das mal so sagen darf. Und ja, kommt alles wieder. Dann hat sie mir so Christmas Tags in was sind das? Sind das Glocken? Können wir jetzt auch cool für Pocket Letter nehmen und ja, oder für Alben. Und dadurch, dass ich momentan so in einem Albenfieber bin, verbrauche ich auch ziemlich viel Klebeband und das ist echt ätzend. Dann hier 6 so Mini-Umschläge, glaube ich, sind das. Muss ich mal reingucken. Da könnte man jetzt auch. Ja, das sind so Mini-Umschläge. Die könnte man jetzt quasi auch abzeichnen, sich eine Vorlage machen und könnte sie sich immer wieder selber machen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. So, für Pocket Letter hinten rein. Ist das schon eine coole Idee. Vielen, vielen lieben Dank. Aber siehst du, wir werden auch ein Pocket Letter tauschen können. Ja. Dann hat sie mir so Sticker mit eingepackt. So. Und die sind aber nicht vom Teddy, weil ich kenne die vom Teddy. Die habe ich aber auch noch nicht. Ich glaube, die beim Teddy sind noch ein bisschen anders. Die sind cool. Dankeschön. Und dann, falls jemand eine Idee habt, wie ihr eure Sticker aufbewahrt, so dass ihr sie auch gebrauchen könnt, könnt ihr mir das gerne in die Infobox schreiben. Nicht in die Infobox, in die Kommentare. Ich hatte sie meine in den Ordner drinne, aber da hatte ich auf Dauer keine Lust mehr und jetzt habe ich sie in so einer Box drin, aber das ist auch nicht das Wahre. Und ja, dann hat sie mir noch diese Bordüren da
mit eingepackt. Die sind ja auch mal mega. Die gab es auch nicht, wo ich dort war. Und dann hat sie mir noch einen Mix von diesen hier geschickt. Ich habe da auch Packung gekriegt in Blau und in Gold. Und ich glaube, ich werde davon auch welche mitschicken. Und sie hat sie mir da noch in Silber, in Schwarz, das in Schwarz ist es geil, in Rosa, Rosa sind mehrere, in diesem Blau, auch nochmal Silber und in diesem Dunkelblau. Ich glaube, in Dunkelblau habe ich sie auch. Und ist das das gleiche wieder? Ja. Und da hat sie mir mehrere eingepackt. Vielen, vielen lieben Dank. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob die Dinger selbstklebend sind oder nicht, weil ich kriege das Papier nicht weg. Also ich habe mich da schon dran dumm gebubbelt, aber ich habe sie nicht weggekriegt. Also habe ich die mir so dran geklebt. Aber die sind echt mega, vor allem in Schwarz sind die voll schön. So, und dann hat sie mir eben zum Schluss noch zwei so Blöcke eingepackt und einmal so ein klein. Das ist das Design Block Basic Fine Art. 30 Blätter mit 3x10 Motiven. Und finde ich total klasse. Einmal ist dieses Motiv, das ist jetzt ein bisschen dünner, das Papier. Dann dieses Motiv. Dann in Gelb. In so gestreiftes ist Blau-Weiß. Dann hier dieses. Dann, das sind so Blumen drauf. Mit so Herzchen, mit Streifen, und mit diesen Sternchen oder Blümchen oder wie auch immer. Ja, das war das letzte. Total cool, und ich weiß nicht, was der Block da kostet. Ich glaube 65 Cent oder so. Steht auch dran, die Papier. Nee, das steht nicht dran. Dann hier noch einmal den Block. Mit Glitter. Das ist Format 10 mal 5 mal 15 cm. Das sind dann 32 Blatt, A4 mal 8 Designs. Aber steht auch dran. Grammzahl des Blattes? Nee, das steht nicht dran. Aber das ist dickeres Papier auf jeden Fall. Und da ist einmal dieses Motiv. Ich leg's mal hier so rein. Hoppala. Da ist jetzt mein Klebeband runtergeflogen. So. Und das ist jetzt schon, im Gegensatz zu dem Papier, stabiler. Und das sind eben viermal dieses Motiv. Viermal dieses Motiv hier. Dann dieses hier. Das ist auch wunderschön. Dann dieses hier. Dieses hier. Und wahrscheinlich dieses hier. Also das ist total tolles Papier. Und hier seht ihr die Motive nochmal. Und total toll. Und ich sag mal vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du freust dich auch über mein Päckchen. Ich denke mal, dass ich das jetzt am Wochenende alle fertig kriege, auch das von Ulla, von Laura und von dir. Dann
geht das alles nächste Woche auf die Reise. Und da ich am Wochenende Zeit habe, das zu machen, ja, hoffe ich, dass du dich freust, auch über dieses kleine Video. Auch wenn ich viel dazwischen gelabert habe. Das ist ja nun mal so, wenn man Videos macht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.